beide Punkte möchte ich gerne vertiefen. Diesen Punkt unter anderem eben mit jemandem, der Menschenrechtler ist, der Putin verklagt hat, aber eben auch Bundesinnenminister in diesem Land war. FDP-Vordenker Gerhard Baum ist hier und zugeschaltet aus Kiew, der Berater des russischen Präsidenten Alexander Rodnjanski. Schönen guten Abend. Guten Abend. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Herr Baum, Sie kennen internationale Politik länger als viele andere. Von einem solchen Gipfel gehen Beschlüsse, aber auch Signale aus. Welches Signal sendet dieser Gipfel für Sie? Ein Signal der Stärke, der Schwäche, ein Signal der Geschlossenheit oder ein Signal der Differenzen? Es gibt natürlich Differenzen, aber das Hauptsignal ist, die Ukraine gehört zum Westen. Mhm. Wie auch immer das sich entwickelt, das ist unumkehrbar. Das, was Putin nicht ums Verrecken wollte, ist nun geschehen. Mhm. Wie der NATO-Beitritt, ob er stattfindet, ist eine Frage, die sich entwickeln wird. Haben Sie bemerkt, dass Erdogan für den NATO-Beitritt ist, zum Beispiel? Und der Friedensfürst Kissinger, dem Menschenrechte nie so nahe standen. Mhm. Also es gibt eine Entwicklung hin. Was ich verstehe, dass ein Zögern da ist bei uns und bei anderen NATO-Staaten, dass wir also aktiv mit unseren eigenen Truppen da präsent werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, das wird ja gleich auch mal diskutiert werden mit dem Ukrainer, dass es einen Frieden gibt ohne Sicherheitsgarantie. Mhm. Also das, was eben erwähnt worden ist, Amerika, USA zu Israel. Also ohne Sicherheitsgarantien vom Westen wird keine Befriedung da sein. Und Sicherheitsgarantien heißt notfalls Eingriffen mit Gewalt. Mhm. Herr Rodnjanski, natürlich ukrainischer Präsidentenberater, nicht russisch, Verzeihung. Schönen guten Tag nach Kiew. Während dieser Gipfel getagt hat in Vilnius, ist die Ukraine angegriffen worden. Sie sind in Kiew. Wie war diese Nacht? Die Ukraine wird ständig angegriffen, da haben Sie recht. Auch diese Nacht, die Nächte davor. Es ist übrigens etwas weniger geworden, weil die Russen ja auch mittlerweile nicht mehr so viel Munition haben. Auch deren Seite hat mit Logistik zu kämpfen, mit Problemen der Logistik und der Versorgung ihrer Kräfte. Das wissen wir und das müssen wir auch für unseren eigenen, zu unseren Gunsten weiter benutzen. Deswegen, die Menschen sind nach wie vor kampfeslustig in der Ukraine. Keiner will aufhören, diesen Friedenskampf. Keiner denkt daran, auch nur aufzugeben an dieser Stelle. Wir haben zu viel geopfert. Und wir werden noch weiter versuchen, unser Land zu befreien. Mhm. Es gab einen Präsidenten Zelensky, der in Vilnius war, der auf dem Weg zum Gipfel schon sehr kritisch war, der gestern sehr kritisch war, der heute ein bisschen versöhnlicher war. Wie würden Sie sagen, was überwiegt denn heute? Die Enttäuschung oder die Zufriedenheit mit dem Ergebnis da? Ganz genau. Es ist ein gemischtes Gefühl für ein Land, das schon mehr als 500 Tage einen groß angelegten Krieg gegen Russland führt, ist es natürlich eine ganz andere Abwägung. Man spricht nicht von jetzt Vorteilen oder Nachteilen, wenn es um den NATO-Beitritt geht. Es geht darum, dass man die europäische Friedensordnung nicht ewig alleine verteidigen will. Und das tun wir gerade mit unserem Blut. Unsere Menschen sterben, unsere Männer sterben an der Front. Und Europa profitiert faktisch davon, dass wir den Aggressor weiter abhalten. Mhm. Das will man nicht ewig alleine stemmen. Und deswegen gibt es auch eine gewisse Enttäuschung. Dieser Zermürbungskrieg darf nicht ewig weitergeführt werden. Und es hätte ein klares Signal geben müssen an Russland, an den russischen Diktator, dass er das nicht schafft. Es ist leider nicht passiert. Russland kann jetzt glauben, dass sie die Zeit haben, weiter vorzudringen über die Zeit, sich neu zu regenerieren, ihre Truppen nochmal neu aufzustellen, um dann immer wieder vorzudringen und neue Offensiven zu starten. Klares Signal ist das Stichwort. Also der deutsche Verteidigungsminister hat in dem, was beschlossen wurde, durchaus ein Signal gesehen. Das würde ich Ihnen gerne vorspielen. Alle sagen, die Zukunft der Ukraine liegt in der NATO. Sobald der Krieg vorbei ist, das ist auch in den Augen von Präsident Zelensky klar. Sobald der Krieg vorbei ist, geht's los. So, ist das ein klares Bekenntnis, Herr Rodnjanski? Das ist gut, das begrüßen wir, dafür sind wir dankbar. Das ist ein klares Bekenntnis, ganz klar. Aber der Krieg ist leider nicht vorbei. Und das wird Russland weiter ausnutzen. Weil um einen Krieg zu Ende zu führen, muss ja eine Seite siegen. Das kann nur passieren, wenn wir wirklich die Oberhand gewinnen. In der Luft, auf dem Boden, im Osten, im Donbass, im Süden der Ukraine. Und unsere Grenzen von 1991 wiederherstellen. Und solange das nicht passiert, ist es ja auch nicht klar, wie es zu einem Sieg oder zu einem Ende des Krieges kommen kann. Und Russland wird das ausnutzen.
Was heißt denn, Sie haben ja gerade gesagt, Sicherheitsgarantien. Lesen Sie aus dem, was Boris Pistorius gerade gesagt hat, tatsächlich ein Bekenntnis zu Sicherheitsgarantien? Und welche sollen das sein? Na gut, dass man den Putin sagt, bis hierher und nicht weiter. Oder du musst ihm die Bedingungen erfüllen. Und wenn du weiter angreifst, sind wir dabei, diese Angriffe möglicherweise auch selber mit zurückzudrängen. Was? Sicherheitsgarantien heißt, dass man nicht nur Waffen liefert, sondern mehr tut. Aber ob das ein NATO-Beitritt ist oder nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, Sie haben ja eben gehört, da kämpft ein Volk um seine Freiheit, dass sie einfach sagen, wir machen das immer so weiter. Nicht wahr? Und wir liefern Waffen, das ist wichtig. Aber wo ist eine Öffnung? Die Öffnung kann doch nur darin bestehen, dass die Sicherheit, die Unverletzbarkeit der Ukraine garantiert wird. Aber das ist und zwar nicht nur diplomatisch und nicht nur mit Waffenlieferung, sondern eben, dass dem Putin ganz klar gesagt wird, bis hierher und nicht weiter. Aber da hat es ja keine Veränderung zu dem gegeben, was jetzt schon passiert. Es werden Waffen geliefert, es wird Geld ausgegeben, aber die Sicherheitsgarantien müssen warten und sind dann am Ende, wenn es um den Beitritt geht, an Bedingungen geknüpft, zum Beispiel an eine Entwicklung, genau genommen an Reformen im Bereich Demokratie und Sicherheit, im Sicherheitssektor. Finden Sie das richtig? Nein, ich würde jetzt ja keine Bedingungen daran knüpfen. Ist aber die, so. Die Ukraine ist auf dem Weg gewesen zur Demokratie. Mhm. Sie hat sich demokratisch sehr gut entwickelt. Also dass wir jetzt arrogant noch Bedingungen stellen. Die gibt es aber, Herr Rodnjanski. Wie beurteilen Sie diese Bedingungen, die auf dem Weg zum Beitritt gestellt wurden? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Noch ein ganz kurzes Kommentar zu dieser Abwägung, was man auch berücksichtigen muss. Und zwar hätte es jetzt dieses Signal von der NATO gegeben, dass wir jetzt beitreten in einem bestimmten Zeitpunkt, dann hätte das auch ganz klare Auswirkungen gehabt in Russland, auf dem politischen System. Es hätte die Turbulenzen dort innerhalb Russlands weiter angeheizt. Und das ist ja das, was wir auch brauchen. Und das sehen wir auch schon. Ich habe oft auch bei Ihnen in der Sendung über den Zerfall des Systems gesprochen in Russland, darüber debattiert. Wir haben jetzt mittlerweile genug Ereignisse gesehen, genug Evidenz dafür, dass es auch tatsächlich passiert. Hätte es dieses Signal von der NATO gegeben, hätten wir diese Prozesse beschleunigt. Es ist leider nicht passiert. So, jetzt zu den Bedingungen, von denen Sie sprechen. Genau. Demokratie. Laut dem Economist Intelligence Unit, das ist ein Institut, das zum Beispiel verschiedene Länder vergleicht in deren demokratischer Entwicklung, ist die Ukraine der Türkei zum Beispiel weit voraus. Und die Türkei ist ein NATO-Mitgliedstaat. Deswegen es ist es ganz wichtig, hier nicht nach zweierlei Maß zu messen. Das ist nämlich übrigens etwas, was Russland dem Westen immer wieder vorwirft. Ja, aber so ist es aber gerade passiert. Also wie beurteilen Sie denn, dass diese Bedingungen gestellt worden sind, wenn eben dann doch die Türkei das zum Beispiel nicht erfüllt? Ist das eine Hinhaltetaktik? Wie nennen Sie das? Einerseits ist das verständlich. Es muss Standards geben und es gibt Standards innerhalb der NATO. Das will ich gar nicht leugnen, ganz klar. Aber es gibt auch Unterschiede innerhalb der NATO. Es gibt Unterschiede innerhalb der EU. Es gibt demokratischere Länder. Es gibt Länder mit mehr oder weniger Korruption. Was Korruptionsbekämpfung angeht, ist Rumänien zum Beispiel auch nicht unbedingt das Vorzeigebeispiel. Nee. Wir haben einen großen Weg hinter uns. Wir haben schon sehr viel Fortschritte geleistet und sind weit auf dem Weg des Fortschritts. Deswegen, ich glaube, es ist eine Mischung von dem, was Sie sprechen. Es ist einerseits Hinhaltetaktik, andererseits gibt es natürlich Standards, die man auch zu erfüllen hat. Also ich glaube, dass der Kongress jetzt der NATO doch ein Signal der Stärke war. Mhm. Der Westen lässt nicht locker. Das müssen Sie ja auch so sehen. Ob nun der Beitritt jetzt beschlossen wird oder man auf dem Wege ist, irgendwo den Beitritt zu erwirken. Aber es ist doch unverkennbar, dass der Druck wächst, dass wir jetzt sehen, was in Russland passiert. Da ist der Oberbefehlshaber der russischen Armee ist plötzlich verschwunden, mitten im Krieg. Eine Söldnerbande, eine Mörderbande außerhalb jeglichen Kriegsfolgerecht mit Strafgefangenen führt den Krieg. Was ist da los? Also der Druck im System ist da und der Druck der Welt ist da. Wir stehen ja nicht nur vor einer Ukraine Problemen, sondern wir haben eine Krise der Weltordnung. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Das spüren wir doch jeden Tag hier in Deutschland. Flüchtlinge, Ernährung, Klima, alle Finanzsysteme, alles kommt zurück. Wir sind dabei, die ganze Welt in Betracht zu ziehen. Was macht der globale Süden? Was machen China und Russland? Alles ist ein Teil der Diskussion, die wir jetzt führen. Und die Ukraine ist ein Schlüssel, ein Bekenntnis, ein ganz klares Bekenntnis der NATO zu ihren Zielen ist jetzt in
bei dem NATO-Gipfel erfolgten. Das sehe ich sehr positiv. So, es sind zwei Dinge, die Sie ansprechen. Über das, was in Russland passiert, sprechen wir gleich. Und trotzdem noch mal, es gab ja schon mal so ein Signal gegenüber der Ukraine. Das war 2008. Da hat man auch, Herr Grodnjanski, der Ukraine im Prinzip gesagt, ja, ihr gehört zur NATO, aber wir einigen uns noch nicht darauf, ob ihr und wenn ja, wann ihr Mitglied werdet. Haben Sie das Gefühl, das, was Sie jetzt hören aus Vilnius, ist eigentlich mehr als das von damals? Nein, so würde ich das auf keinen Fall formulieren. Damals war das wirklich ein Schritt in Richtung von Russland. Es ging darum, Russland zu befrieden, Russland nicht zu provozieren. Und wir haben gesehen, dass diese Politik gescheitert ist. Sie hat genau zu diesem Konflikt, diesem Krieg, diesem mörderischen Krieg, den wir jetzt seit mehr als 500 Tagen führen, geführt. Das ist natürlich heute ganz anders, so sehe ich das nicht. Aber man hat trotzdem Angst, selbst heute Russland weiter zu provozieren. Man fürchtet sich vor diesem Riesen, den es ja eigentlich gar nicht gibt. Wir haben es in der Ukraine gezeigt, wir drängen die Russen immer weiter zurück. Wir sind auf dem Vormarsch, wenn es auch uns nicht so schnell gelingt, wie man es sich hätte wünschen können, trotzdem. Und immerhin, wir sehen, dass der Westen sich zurückscheut. Also diese ständige Rücksichtnahme auf Russland. Das war aber damals Deutschland übrigens. 2008 war es Deutschland, damals zusammen mit Frankreich. Heute steht Frankreich im Lager derer, die sagen, nehmt die Ukraine auf, schneller. Und Deutschland ist wieder dagegen, im Lager mit den USA diesmal. Frau Was Merkel ist denn ja das erklärt, deutsche Bedenken heute? Frau Merkel hat ja erklärt, warum sie sich so verhalten hat. Mhm. Sie hat gesagt, damals war die Ukraine nicht verteidigungsfähig. Mhm. Sie wäre überrollt worden. Wir brauchten Zeit. Das hat sie jetzt erst gesagt. Mhm. Nicht wahr? Also die Ukraine ist ja verteidigungsfähig geworden durch Hilfe der Amerikaner. Mhm. Sonst wäre das ja auch, hätte ja Putin in einer Woche das Land überrollt. Nicht? Also ich würde sagen, die Ukraine gehört zur freien Welt. Das ist jetzt vollkommen klar. Und das Schicksal der Ukraine ist das Schicksal der freien Welt. Wenn wir hier nachgeben, verlieren wir alle. Herr Grodnjanski, damals. Damals war es Deutschland. Deutschland hat gebremst. Heute ist Deutschland wieder auf der Seite derer, die gesagt haben, nee, nicht so, nicht jetzt. Diesmal aber gemeinsam mit den Vereinigten Staaten. Wie beurteilen Sie das? Das mag sein. Es gab innerhalb der NATO auch verschiedene Meinungen zu dem, was jetzt geliefert, was angeboten werden kann an die Ukraine. Ich will jetzt nicht Deutschland oder die USA in den Pranger stellen. Wir sind allen dankbar unseren ganzen Partnern und NATO-Ländern, die uns unterstützen. Ich hoffe einfach nur, dass wir weiterhin entschlossen hinter der Ukraine stehen, dass die NATO entschlossen hinter der Ukraine steht und weiter Waffen liefert, die wir unbedingt brauchen. Ja. Wie Sie wissen, Munition, Streumunition übrigens auch, die in diesem Konflikt, in dieser Art von Krieg sehr wirksam sein könnte und ist. Und dass auch irgendwann mal ein klares Signal an Russland kommt, dass dieser Zermürbungskrieg nicht zu gewinnen ist, dass man nicht ewig auf diesen Sieg, vielleicht in 10 Jahren, 20 Jahren, ich weiß nicht, was das russische Regime sich ausmalt, dass man nicht darauf hoffen kann. Diese Gegenoffensive, die die Ukrainer jetzt führen, ist ja eine, von denen viele sagen, sie ist nicht so erfolgreich, wie viele gehofft haben auf der anderen Seite. Liegt das auch daran, dass eben die Waffen, die sie dafür benötigt haben, zu langsam gekommen sind, zu spät? Absolut. Das hängt absolut damit zusammen. Ganz klar, das war ein wichtiger Faktor. Das hat Russland ermöglicht, über ein halbes Jahr lang sich darauf vorzubereiten. Es war ja klar, dass die Gegenoffensive kommt. Wir haben auf die Panzer gewartet erst ganz lange und diskutiert, in Deutschland auch diskutiert, ob man die Leo-2-Panzer jetzt liefern darf oder nicht. Wir haben darauf gedrängt, dass man Luftsysteme bekommt, moderne Kampfjets, dass man die F-16-Maschinen bekommt. Die haben wir natürlich auch nicht bekommen. Ohne Vorherrschaft in der Luft verlieren wir mehr Männer bei dem Vormarsch, bei dem Versuch, unsere Gebiete zu befreien. Ist doch ganz klar. Mhm. Es geht um Menschenleben, die wir nicht retten konnten oder nicht retten können. Und Russland hat die ganze Zeit ausgenutzt, um sich vorzubereiten, um alles genau abzuschätzen, um die Felder zu verminen. Und jetzt haben wir diese Schwierigkeiten. Es läuft aber lange nicht so schnell, wie man es sich erhofft hat. Und jetzt kommt die Streumunition zum Einsatz, eine Waffengattung, die völkerrechtlich geächtet wurde, zum Beispiel von Deutschland, nicht von Russland, nicht von der Ukraine, nicht von den USA. Wie sehen Sie das? Sie sind Menschenrechtler und Jurist. Ist das in Ordnung? Also ich sehe da, dass jede Waffe, und das ist eine besonders gefährliche Waffe, im Grunde die Menschen bedroht. Die Streumunition ist von Russland eingesetzt worden in Syrien. Im großen Umfang haben wir eigentlich realisiert, dass diese Flüchtlinge hier bei uns vor Putin geflohen sind, die Flüchtlinge aus Russland, aus Syrien. Die sind mit Streumunition
praktisch mürbe gemacht worden. Die Städte wurden zerstört. Also ich kann es militärisch nicht beurteilen. Ich kann die. Deswegen frage ich Sie als Menschenrechtler und als Juristen. Da könnte ich auch sagen. Und als jemanden, von dem ich weiß, dass die Werte des Westens, dass sie ihm was wert sind. Also Herr Schmitz hat gerade gesagt, wir können doch nicht sozusagen, wenn wir die Werte einmal etablieren, dann mit denselben Mitteln zurückschlagen wie der Aggressor. Ja gut, ich weiß nicht, ob ich würde natürlich am liebsten keine Streumunition einsetzen. Mhm. Aber wenn zum Beispiel die russische Zivilbevölkerung durch Streumunition der Russen in Bedrängnis kommt, was ja offenbar der Fall ist, würde ich mir das überlegen. Das hängt von der strategischen Lage ab. Ja, ich würde wirklich, wirklich hohe Bedingungen daran setzen, diese Munition einzusetzen. Mhm. Aber ich will noch eins sagen. Mich stört immer die Rücksichtnahme auf Putin. Was wird er denn dazu sagen? Verdammt noch mal. Wir wissen doch ganz genau, was er dazu sagt. Ja. Der fürchtet auch nicht die NATO. Der fürchtet ein freies, prosperierendes Land, die Ukraine an seiner Grenze, genau wie er in Belarus die Frauenrevolution mit Lukaschenko niedergekämpft hat. Der fürchtet die Freiheit. Aber er hat Atomwaffen, Herr Baum. Ach, seine Furcht könnte das, damit arbeitet er ja, damit wir hier sozusagen in die Knie gehen. Also, der Chinese hat ihm gesagt, das darfst du auf keinen Fall machen. Ich möchte mal erleben, dass er das macht. Das wird eine schreckliche Wirkung. Ich möchte es nicht erleben. Das weiß er auch. Ja. Aber jetzt mal im Ernst, also wenn Russland jetzt zum Beispiel sagt, das ist eine sicherheitspolitische Bedrohung, die ganz Europa bedroht, dann nehmen Sie das einfach gar nicht ernst? Ist das einfach nur Bluff? Was will? Dass die sagen, jetzt diese NATO-Aufnahmepläne sind eine Bedrohung für Europa. Nehmen Sie diese Warnungen aus Moskau gar nicht ernst? Das ist so absurd. Das ist keine Bedrohung für Europa, nicht, wenn wir die Freiheit verteidigen. Wir haben Armeen, wir haben Parlamentsarmeen. Über jeden Einsatz müssen frei gewählte Abgeordnete entscheiden. Das weiß der Mann überhaupt nicht. Der entscheidet allein. Putin ist der Krieg. So ist das. Er ist der Krieg. So, ist Putin geschwächt, Herr Rudnyansky? Das war ein anderer Punkt, den wir gerade angesprochen haben. Also es gab diesen Putschversuch in Moskau. Es gibt jetzt irritierende Nachrichten, dass Prigozhin gar nicht in Belarus ist, sondern er sitzt in Russland vielleicht und redet mit Wladimir Putin, ohne dass man das verifizieren kann. Welchen Eindruck macht das auf Sie? Ja, ganz genau. Also das zeugt wieder nur davon, mit wem wir es hier zu tun haben. Es ist dieses russische Regime mit seiner absolut, wie immer, Prinzipienlosigkeit, prinzipienlos vorgeht. Prigozhin war erstmal der große Verräter und man hätte schon seine Liquidierung erwarten können, so wie es eigentlich in Russland immer mit Verrätern passiert. Zwei Tage später oder eine Woche später hieß es dann wieder vom Pressesprecher, man hätte sich ausgetauscht in einem Gespräch mit Putin 1:1. Also ich will einfach nur sagen, das zeigt doch mal wieder, ist eine Illustrierung dessen, mit wem man hier zu tun hat und wie man mit diesem Regime überhaupt verhandelt. Also da wird gelogen, schwarz auf weiß, heute auf morgen. Es gibt einfach nichts, es gibt kein Wort, dem man wirklich glauben kann. Ja, aber sieht das für Sie so aus, als ob dieses Regime Putin geschwächt wäre? Und wenn ja, wäre das eigentlich gut für die Ukraine? Ganz genau, es ist absolut geschwächt. Wir wissen, dass es geschwächt ist. Wir haben es schon erlebt in dem Prozess, jetzt während des letzten Jahres, wie es immer weiter geschwächt wird. Und dieser Aufstand von Prigozhin war ja einfach nur ein großes Indiz dafür. Also wirklich das erste große Ereignis, die erste große Zäsur innerhalb Russlands, die das vor Augen geführt hat. Aber ganz klar, es ist geschwächt. Es gibt Zäsuren innerhalb der Militäreliten. Es gibt Zerwürfnisse innerhalb der Militäreliten. Der General Armageddon, so wie er genannt wird, der auch in Syrien diesen Feldzug geleitet hat für Russland, ist jetzt verschwunden, nachdem Prigozhin da seinen Aufstand versucht hat. Also ganz klar gibt es dort Zerwürfnisse. Ja. Die Kadyrov-Kräfte sind übrigens auch zerworfen mit der regulären Armee. Und so weiter. Also wir sehen ganz viele Indizien, die das wirklich vor Augen führen. Und es ist auch zu erwarten, dass das Regime weiter und weiter bröckeln wird. Und wo bleibt die russische Zivilgesellschaft? Muss man ja auch mal fragen. Im Gefängnis zum Teil. Da gibt es jetzt Interviews, die Russen seien nicht zur Freiheit fähig. Was ist das für eine Anmaßung? Hätte man uns nach dem Krieg auch sagen können, nach den Nazis sind die Deutschen nicht zur Freiheit fähig. Natürlich sind die Menschen zur Freiheit fähig. Freiheit ist ihnen eingeboren. Und 500.000 junge Russen haben das Land verloren, weil sie nicht in Unfreiheit leben wollten. Also
diese, es gibt eine unterdrückte Zivilgesellschaft. Nawalny hat die erreicht und andere. Memorial, auch das müssen wir sehen. Nicht nur die Zerrissenheit unter den Kriegsverbrechern, das sind ja beides Mörderbanden, sondern wo bleibt die Zivilgesellschaft? Und darauf müssen wir unser Augenmerk lenken. Nur mit einer Zivilgesellschaft, die wirklich eine Freiheit, einen Rechtsstaat aufbaut, ist die Zukunft zu machen. Aber, nicht mit Prigozhin und aber Putin. Noch sitzt da Putin. Und die Frage ist, und das gerade viele Deutsche fragen sich das, ob man nicht früher in Verhandlungen treten soll, ob man nicht früher bemühen sich soll, dieses Sterben an der Front zu beenden. Was sagen Sie denen? Ja, ist der Mann denn verhandlungsfähig? Hat alle Verträge gebrochen. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Alle Verträge, gute Verträge, hat er gebrochen. Er kümmert sich nicht um das Recht. Seine Unterschrift ist nichts wert. Wenn er kann, würde er morgen Moldawien überfallen oder die baltischen Staaten. Da müssen wir uns doch klar sein. Der Mann hat nichts mehr zu verlieren. Er weiß möglicherweise, dass er seine Kriegsziele nicht erreicht hat, schon jetzt nicht erreicht hat, durch den Widerstand der Ukraine. Er wollte Europa in Unordnung bringen, die Welt in Unordnung bringen. Das ist ihm nicht gelungen. Er wollte eine Sowjetunion wieder aufbauen. Der steht im Grunde da und muss irgendwann, wenn er noch da ist, seinem Volk erklären, warum er seine Ziele nicht Sie erreicht haben hat. Ihn ja verklagt wegen Völkerrechtsverbrechen, wegen Kriegsverbrechen. Sehen Sie ihn irgendwann mal vor Gericht? Also ich habe ihn nicht verklagt, sondern der Internationale Strafgerichtshof hat von dem Völkerstrafrecht Sie Gebrauch haben die Generalbundesanwaltschaft. Gemacht. Und er gibt einen Haftbefehl jetzt gegen ihn aufgrund des Völkerstrafrechts. Wir haben einen Internationalen Strafgerichtshof. Mhm. Ist wunderbar seit 2002. Und der hat hier eingegriffen, hat eine Situation rausgegriffen. Die verschleppten Kinder hat gesagt, dafür bist du verantwortlich. Und das ist ein Kriegsverbrechen. Alle Angriffe auf die Sie. Alle Angriffe auf die Zivilbevölkerung sind Kriegsverbrechen. Wir betreiben hier ein Verfahren vor dem Generalbundesanwalt gegen die Kommandanten, also gegen die Leute, die Mariupol beschossen haben, die Butscha auf dem Gewissen haben. Und da erwarten wir, dass unser Völkerstrafrecht, das deutsche, zur Anwendung kommt. Haben Sie die Hoffnung, Herr Rodnianski, dass Sie die Verantwortlichen irgendwann mal vor Gericht sehen? Oder ist das ein bisschen unrealistisch? Ja, wir haben ganz klar diese Hoffnung. Wir hoffen auch, dass es sehr realistisch sein wird und dass es auch realistisch ist. Erst muss der Krieg gewonnen werden, dann hoffen wir auch auf Reparation von Russland, Hilfe, internationelle Hilfe beim Wiederaufbau und natürlich auch, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, ganz klar. Erstmal vielen Dank nach Kiew. Vielen Dank, Alexander Rodnianski, dass Sie Zeit hatten für uns. Wir reden hier gleich über die Innenpolitik und da muss ich Herrn Baum noch was fragen, weil wir gleich über die Streitigkeiten. Vielen Dank nach Kiew. Danke. Danke. Eine Frage nur zur Innenpolitik. Wir reden gleich hier über das, was in dieser Ampelregierung passiert. Sie waren so lange Minister im Kabinett, Sie kennen die Politik. So offener Streit über Inhalte, ist das normal Ihrer Meinung nach? Schadet das unserem Land? Jetzt scheint es beinahe normal zu sein. Nein, also in meiner Erfahrung ist, man reduziert das natürlich. Mhm. Also wenn der Eindruck entsteht, die handeln nicht, die streiten nur, was ja nicht stimmt, sie handeln ja auch, dann ist das fatal. Und das führt also dazu, dass die Leute sagen, wir brauchen in der Krise, wo wir alle nicht wissen, wo es weitergeht, eine handlungsfähige, starke Regierung. Und wenn dieser Eindruck nicht mehr besteht, ist das ganz gefährlich. Haben Sie den Eindruck, wir haben eine handlungsfähige, starke Regierung? Die Regierung macht nicht diesen Eindruck. So, vielen Dank für die klaren Worte. Vielen Dank, Herr Hartbaum. Danke, dass Sie hier waren. Vielen, vielen Dank.